340 Asylwerber pro Tag. Erstes Bundesland droht mit Obergrenze. Das sind die Top-News des Tages. Fans stürmen auf den Platz. Inter ist italienischer Meister. Am Montag gewann das Team gegen AC Milan 2:1 und holte somit seinen 20. Titel in der italienischen Meisterschaft. Auch wenn ÖFB-Star Marco Arnautovic das Mailand-Spiel von der Bank aus verfolgte, war er dann bei der Afterparty samt Champagner in der ersten Reihe mit dabei. EU leitet wegen Suchtgefahr ein Verfahren gegen TikTok ein. Grund dafür ist die neue TikTok Lite-App, die es schon in Frankreich und Spanien gibt. Wer sich anmeldet, Videos schaut oder Freunde einlädt, wird mit digitalen Münzen belohnt, die wiederum in Gutscheine übertragen werden können. Von der Plattform gäbe es keine wirksamen Maßnahmen zur Risikominderung, argumentiert die EU. Das Burgenland will künftig nur noch maximal 340 Asylwerber pro Jahr aufnehmen. Weiter fordert SPÖ-Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil eine Asylobergrenze für Österreich von 10.000 pro Jahr. Ausgerechnet am Tag der Ankündigung dieser Obergrenze legte das Innenministerium die neuen Asylzahlen vor. Von Jänner bis März waren es 6.922 Asylanträge. Die aktuellen Zahlen sowie weitere Details zu Asylwerber in Österreich findest du im Artikel über den Link in der Bio.